Hey meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Rage Mode. Ihr hattet euch das ja gewünscht. Wir spielen jetzt heute nicht auf einer meiner favorisierten Maps, einfach weil es abends nicht mehr so viele Maps gibt. Deswegen spielen wir jetzt auf, wie heißt die Map hier? Auf Plaza. Ich hätte auch lieber auf Hijacked oder auf Dings gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Huch. Auf Hijacked oder auf das 2. Das sind so die Runden, wo einfach, ja, die Runden werden am schnellsten voll. Da werdet ihr auch wahrscheinlich die besten Spieler treffen, weil das einfach sehr kleine Karten sind, wo man sehr schnell ein paar Kills machen kann. Ich dachte eben, den hätte ich schon gehabt. Und ja, deswegen werden die häufiger gespielt. Die gibt es aber leider auch zu selten einfach nur. Wenn dann mal irgendwie ein Das 2 offen ist, ist das auch direkt voll meistens. Weil halt viele auch einfach gerade so die Leute, die Rage Mode halt mehr spielen, die stehen dann halt ewig vorm Brett und warten halt drauf, bis dann so eine Runde mal aufgeht. Und ihr seht schon, hier eine Dings kriegen, eine Runde voll zu kriegen, oder beziehungsweise nicht die Runde voll zu kriegen, aber hier mal ein paar Kills zu machen, ist dann natürlich auch nicht so leicht, weil, ja, wenn man sich das mal mit Das 2 oder mit Hijacked vergleicht zum Beispiel, da geht es wirklich Kill um Kill. Und, na, was ist denn das jetzt hier? Da geht das wirklich Kill um Kill ab. Und hier wird dann eher so, hier muss man wirklich die Kills suchen, sag ich mal. Aber ist ja kein Problem. Wir können auf jeden Fall mal ein bisschen weitermachen. Auch hier die Runden kann man ja trotzdem dann gewinnen, oder? Ich bin auch schon mit der Erster. 10 Kills. Ich muss jetzt ein bisschen auf die Axt achten. Oh Gott, die kam verdammt nahe. Das habe ich mir schon irgendwie so gedacht. Zack, den haben wir auch mal schnell geholt. Ja, ich würde mal sagen, jetzt läuft es auch tatsächlich wieder. So, den haben wir auch geholt. Dieses Klirren, ey, das ist Musik in meinen Ohren, muss ich ganz ehrlich sagen. Na, den haben wir nicht. Der sollte aber auch nicht, krass. Warte. Zack. Und wieder ein schönes Pling. Oh, das Problem ist, oh, weia, die haben gerade Jagd auf mich gemacht. Oder die machen jetzt Jagd auf mich tatsächlich. Das gefällt mir nicht ganz so gut. Aber es ist natürlich verständlich. Derjenige, der vorne sitzt, oder der, ja, vorne sitzt, wie so in so einem Auto. Nee, derjenige, der vorne liegt, das ist natürlich immer die Gefahr, dass das Spiel gleich vorbei ist. Und wenn man gewinnen will, sollte man natürlich darauf achten, dass man die Leute, die gerade vorne liegen, oh, die habe ich auch noch geholt, mit dem Messer klein, ja, klein hält einfach. Viele von euch sagen ja auch immer so, benutzt doch mal öfter die Axt. Zack, da habe ich sie mal benutzt. So, wir haben 20 Emeralds tatsächlich schon zusammen. Hoppla. Na. So, und. Nein, zu weit. Ich dachte, der läuft noch. So, und. Zack, den haben wir auch mal schnell geholt. Kommt der Typ da hinten noch rum? Nee, kommt er nicht. Der läuft hier in das Dings rein. Hoppla. Den hole ich mir jetzt aber nicht. Ich springe hier einfach dezent vorbei. Na? Ach, verdammt. Ich dachte, den hätten wir noch gekriegt. Aber. Naja, gut. Ja, 22 zu 9. Also ich würde sagen, das ist mal eine ganz klare Führung. Ja, weiß nicht. Rage Mode liegt mir irgendwie. Wobei ich sagen muss, das ist tatsächlich so eine Sache. Momentan verliere ich, ich sage mal, in Relation zu den letzten Games, wo ich das, oder zu der Zeit, wo ich das letzte Mal aufgenommen habe, doch ziemlich viele Spiele, muss ich ganz ehrlich sagen. Das muss ich auch mal eingestehen. Da sind jetzt schon einige Niederlagen bei gewesen. Was habe ich gerade gesagt? Ich verliere viele Siege? Jetzt kommt doch her, Alter. Ah, nein! Das wollte ich genau nicht. Das ist das, was ich vermeiden wollte. Aber ich habe noch irgendwie einen geholt, ohne ihn geholt zu haben. Der sieht mich irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie doof. So, dann muss ich mich vielleicht entnicke ich mich am besten mal gleich. Moment. Den Typen da vorne holen wir nochmal. Zack, den holen wir auch mal schön mit dem Dings. So, wir entnicken uns mal. So, der Nickname wurde entfernt. Zack. So, ich hoffe, dass mich jetzt auch jeder sieht. Spätestens jetzt. Ansonsten, wenn ich jetzt immer noch unsichtbar bin, dann kann ich euch leider auch nicht mehr helfen. Manchmal kommt es halt durch diesen Nicknamen, aber auch zum Beispiel, wenn ich mit
Taros oder Max Bad Boss spiele, haben die manchmal auch einfach unsichtbare Spieler, weil, oh Gott, jetzt habe ich noch eine Axt kassiert. Auch einfach so, weil wegen Versionsnummer und Gomme und so. Also es ist nicht unbedingt immer nur an wegen des Nick-Tools, aber oft natürlich. So, und jetzt können wir, ich glaube, ich brauche noch einen Kill. Wir machen noch einen und dann werde ich gleich finishen. Zack. So, jetzt machen wir Schicht im Schacht. GG. 37 Kills habe ich auch wieder erzielt. Ich kann noch mal ganz kurz die Stats zeigen. Es sind natürlich jetzt nicht aktualisiert. Ich bin momentan auf 518. Ich war schon auf 460. Da wird auf jeden Fall gut gedaddelt. 130 Spiele gespielt, 96 nur gewonnen. Das heißt, ich habe natürlich 24 verloren. Ist nicht so gut. Also ich habe auch gerade im Stream ein paar verloren. Ihr seht, ich bin auch wieder unter 75% gefallen. Ich hatte mich ja den 80% wieder angenähert, bin wieder unter 75% gefallen. Ist ein bisschen schade, aber na gut, ne? Das ist halt Meckern auf hohem Niveau. Und das nächste Mal wird's wieder besser, denke ich. Gut, ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen. Wenn ihr mehr Rage Mode sehen wollt, gerne ab in die Kommentare damit. Wenn euch irgendwas stört, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, auch natürlich immer raus damit. Und dann verabschiede ich mich von euch. Macht's gut, meine Freunde. Haut rein und bis zum nächsten Mal.